Ja, ich war auf dem ACT Pyrenäen unterwegs mit dem Motorrad. Bin vorher quer durch Frankreich über den Trans-Euro Trail, dann auf dem ACT durch die Pyrenäen und dann durch Frankreich wieder zurück. Hab den Gleitschirm dabei gehabt und will euch hier mal zwei Flüge, einen in Zentralpyrenäen, ganz kurzen Hike and Fly und später noch einen in Annecy zeigen. Dann legen wir mal los. Hier ist der Blick von meinem Schlafplatz aus. Der Schwerpunkt lag ja auf dem Motorradfahren und so habe ich hier eine gute Übernachtungsmöglichkeit gehabt, um morgens den Hike and Fly zu machen. Also eben ein paar Meter einfach hoch und dann einen schönen kleinen Flug. Nach einer Woche auf dem Motorrad ist der Körper gar nicht mehr gewohnt, Höhenmeter zu gehen. Naja, da merkt man gleich, dass der Puls ein bisschen hoch geht. Aber man hat ja nicht alles verlernt in einer Woche. Oh, ist das herrlich hier. Total geil. Ja, der Wind scheint gut anzustehen. Also schön direkt hier in meine Startflanke rein. Scheint mir so ein bisschen Pferdskopf-Style zu sein hier oben. Steigt nur ein bisschen auf. Da bin ich mal gespannt, ob es da oben am Gipfel auch noch so ist. Nicht schön, aber selten. Ja, der Wind hat ziemlich schnell stark zugenommen. Kam oben leider aus der anderen Richtung, so von der Ridgeline eher so, ja, sehr ungünstig. Und ich bin dann trotzdem hier in diese Ostflanke so reingeflogen, in der Hoffnung, weil hier hat es immer mal schon so leicht hochgespült, gell? Aber ich habe gemerkt, es gibt nur Saufen, gell? Da bin ich so einen kleinen Bogen geflogen und habe schon gemerkt, gegen den Wind, der dann hier über den Pass so drüber pfeift, ja, da kam dann der Singleskin nicht so gut vorwärts und logischerweise hat so ein bisschen gewirbelt, ja. Und dann habe ich mich dafür entschieden, jetzt nicht irgendwie mit Vollgas hier noch vorprobieren zu fliegen, sondern hier war ja alles frei und bin dann unten in so einer Wiese eingelandet und musste so egomäßig jetzt 50 Meter den Gleitschirm hierher tragen. Ja, eigentlich wäre das hier ein ganz cooler Landespot gewesen. Also hier ist ja diese Kreuzung, gell? Und das Ding oder die Idee war, man fliegt einfach an von hinten, peilt die Kreuzung an, kommt man zu kurz, ist man hinten auf dem Weg, kommt man zu lang, fliegt man einfach hier die Straße entlang, das ist in Windrichtung und hat hier, ja, weiß ich nicht, so kann man sich gar nicht verschätzen. Und zur Not landet man oben am Pass, wenn man sich so stark verschätzt hat. Ja, alles klar. Trotzdem also ein echt cooles Ding, heute Morgen den kleinen Hike and Fly zu machen. Jetzt frühstücke ich und dann geht's weiter. Mensch, ist das geil, oder? Guckt euch das an. Der Hammer. Und so ging meine Reise weiter quer durch die Pyrenäen. Also es war wirklich eine der
tollsten Motorradtouren, die ich je gemacht habe. Und dann bin ich noch in Annecy angekommen, habe Freunde besucht dort und bin oben auf die Tournette. Ja, das war ein langer Anstieg, gerade bei der Hitze. Ja, ich habe oft Pause gemacht und kam dann oben auf dieser Ridge an und hatte irgendwie überlegt, eigentlich auch oben zu übernachten, aber dann war das Wetter war so geil zum Abend hin, gell, mit der Sonne da drin in dieser Flanke von der Tournette, und dass ich gesagt habe, das gibt jetzt so einen geilen Abendflug und den nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, es war ein bisschen problematisch, gell, es hat im oberen Bereich so eine Mischung gehabt aus so dem normalen Talwindsystem, was es da hat, leicht thermische Ablösungen noch und vielleicht war auch noch ein bisschen überregionaler Wind dabei, dass ich ganz oben von dem schmalen Grat ja nicht so richtig gescheit starten konnte. Selbst mit dem Singleskin war mir das nicht so richtig geheuer. Ich hatte auch einen schweren Rucksack dabei für die eventuelle Übernachtung, also was zu essen und alles mit drin. Und so bin ich ein paar Meter runtergegangen und konnte dann von dem kleinen Sattel hier vorne super rausstarten. Und dann hatte ich wirklich einen genialen Abendflug. Ich glaube, 25 Minuten oder so bin ich geflogen. Und wahrscheinlich einer der wenigen Momente, wo in Annecy jemand mit einem Single-Skin ganz oben fliegt. Ich bin dann über den normalen Startplatz drüber, habe da noch lange hin und her geflogen, um dann zum offiziellen Landeplatz rüber zu gehen. Wirklich ein total toller Abschluss vom TED Frankreich und ACT Pyrenäen und dann mit dem Gleitschirm noch so einen genialen Flug über dem Lac d'Annecy. Einfach fantastisch. Und ja, hier noch ein paar Bilder. Und Servus, macht's gut.